Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, inwiefern sind sprachliche Ausdrücke nur Zugangspunkte zu Wissenskomplexen? Damit bewegen wir uns im Umkreis der Frame-Semantik, einer Theorie innerhalb der kognitiven Semantik. Im Schlepptau der Frame-Semantik finden sich einige andere Punkte, die Unterschiede zwischen kognitiven und wahrheitsfunktionalen Semantiktheorien akzentuieren. Ich möchte zuerst zur Grundidee der Frame-Semantik hinleiten und dann auf das eingehen, was sie im Schlepptau hat. Die kognitive Semantik untersucht sprachliche Bedeutung als kognitives Phänomen. Genauer betrachtet sie das, was wir Bedeutung nennen, als mentale Konzepte, das heißt als das, was wir mental mit sprachlichen Ausdrücken verbinden. Das nennt man mentale Repräsentationen oder einfach Konzepte. Die kognitive Semantik geht aber nicht davon aus, dass es feststehende Konzepte zu sprachlichen Ausdrücken gibt, sondern sie beschäftigt sich auch oder vor allem mit den kognitiven Prozessen des Konzeptaufbaus, der sogenannten Konzeptualisierung, die wir vornehmen, wenn wir mit sprachlichen Ausdrücken, besonders mit zusammengesetzten sprachlichen Ausdrücken, konfrontiert werden. Wie wir uns unser konzeptuelles Wissen vorstellen müssen, also wie unsere Konzepte organisiert sind, mit denen wir dann beim Sprachgebrauch mental operieren, das war jahrhundertelang von Aristoteles geprägt. Mit Aristoteles verbindet man in der Semantik eine bestimmte Theorie des Begriffs oder des Konzepts, das die kognitive Semantik beansprucht, überwunden zu haben. Ich sage Theorie des Begriffs oder Konzepts, weil das bei Aristoteles noch in eins fällt. Der objektive Begriff einer Olive, also das, was eine Olive wirklich ist, fällt mit dem mentalen Konzept zusammen, sofern das Konzept das Wesentliche der Olive erfasst. Und das tut es, also im aristotelischen Denken, wenn man angeben kann, welcher Gattung die Olive angehört und wenn man sie von allen anderen Dingen unterscheiden kann, die ebenfalls Vertreter dieser Gattung sind. Und dafür muss man Eigenschaften angeben können, die die Olive notwendig und hinreichend aufweisen muss, um eine Olive zu sein, also die Eigenschaften, die sie haben muss, um ein Vertreter der Gattung zu sein, und die Eigenschaften, die aus- oder hinreichen, sie von allen anderen Dingen oder Vertretern der Gattung zu unterscheiden. In früheren Theorien der Psychologie, dabei sind wir jetzt aber schon im 20. Jahrhundert, hat man sich dementsprechend ein Konzept von etwas vorgestellt als eine Liste seiner Eigenschaften. Und damit hat man vor allem Merkmale gemeint. Das Konzept eines Autos hätte also aus einer Liste von Automerkmalen bestanden. Reifen, Felgen, Motor, Karosserie, Lenkrad und so weiter. Es ist nicht schwer zu sehen, dass das unserem Wissen über Autos nicht gerecht wird, denn bei allen Merkmalen, die man aufzählen kann, fehlt hier unser relationales Wissen völlig. Das heißt, wir wissen auch, mehr oder weniger zumindest, wie diese Merkmale zueinander in Beziehung stehen. Zum Beispiel die Fahrerin, die Zündung und der Motor und außerdem, was man mit Autos machen kann und so weiter. Um diesen theoretischen Mangel zu überwinden, der immer noch von Aristoteles herrührt, auch wenn diese Listenkonzeption Aristoteles gar nicht gerecht wird. Um diesen theoretischen Mangel also zu überwinden, ist man auf die Idee, auf den Begriff des Wissensrahmens gekommen, auch Frame genannt. Der Begriff des Frames ist im Kontext der Forschung zur künstlichen Intelligenz entstanden, und eingeführt hat diesen Ausdruck und den dazugehörigen Begriff Marvin Minsky. Folgendes steckt dahinter. Wir haben in unserem Leben schon viele Male Erfahrungen, zum Beispiel mit würfelförmigen Gegenständen, gemacht. Wenn wir einen solchen Gegenstand anschauen, dann sehen wir ihn aber nie ganz. Oft sehen wir nur drei Seiten von diesem Gegenstand. Er hat aber sechs, und die sechs Seiten sehen wir niemals gleichzeitig.
Trotzdem erkennen wir den Gegenstand immer als Würfel bzw. als würfelförmigen Gegenstand. Die Idee ist jetzt, dass der Anblick von drei Seiten dieses Gegenstandes, sagen wir die Seiten Nummer 4, 5 und 6, in unserer Kognition aufgrund unserer vorangegangenen Erfahrungen mit gleichartigen Gegenständen einen schematischen Würfelframe evoziert, und dieser Würfelframe besteht aus verschiedenen Attributen und deren Wertausprägungen. Da könnte zum Beispiel das Attribut Seiten auftreten, und das Attribut Seiten könnte den Wert 6 haben. Das Attribut Seitenlängenverhältnisse könnte den Wert gleich haben und so weiter. Zu diesem Frame würde auch die Information gehören, dass man den Würfel rotieren kann und dass sich durch die Rotation sein Anblick für uns verändern würde, indem sich nämlich die Seiten, die eben noch im Vordergrund für uns waren, in den Hintergrund bewegen und Seiten, die eben noch im Hintergrund waren, sich in den Vordergrund bewegen. Wir könnten durch eine leichte Rotation dann nicht mehr die Seiten 4, 5, 6, sondern zum Beispiel die Seiten 5, 6 und 3 sehen. Auch dieser räumlich-visuelle Anblick des Würfels wäre dann im Würfelframe enthalten. So ein Würfelframe würde, kurz gesagt, alle räumlich-visuellen Anblicke, in denen sich uns der würfelförmige Gegenstand darbieten kann, enthalten. Wenn in uns schon der erste Anblick des Würfels mit den drei Seiten, also den Seiten 4, 5 und 6, den Würfelframe evoziert, dann können wir mit Hilfe der Informationen, die in dem Frame enthalten sind, die so in unserem Langzeitgedächtnis gespeichert sind, also vorhersagen, wie er von anderen Seiten aussehen würde, falls er sich drehte oder wir um ihn herumgingen. Der wichtigste Punkt bei einem solchen Frame-Konzept ist folgender. Durch das Frame-Wissen ist sichergestellt, dass wir zwei verschiedene Anblicke eines Gegenstands tatsächlich als zwei Anblicke desselben Gegenstands identifizieren und nicht als zwei Anblicke von zwei verschiedenen Gegenständen. Und so sollen nun, laut der Frame-Theorie, alle unsere Wahrnehmungen mit Wissen verknüpft sein, nämlich via Frames. Die Wahrnehmungen müssen keine visuellen sein, sondern können allen Sinnesmodalitäten entspringen, also auch dem Riechen, dem Schmecken, dem Tasten und so weiter. Die Attribute müssen auch nicht unbedingt geometrische sein, sondern die können auch ganz verschiedener Art sein. Wichtig ist vor allem der Gedanke, dass sinnliche Erfahrungen in uns Frames evozieren, vor deren Hintergrund wir sie deuten und als bestimmte Dinge erkennen. Und diese Frames sind sozusagen komplexe Konzepte in unserem Gedächtnis. Im Falle des Autos könnten also manche aristotelischen Merkmale im Frame als Attribute auftreten, zum Beispiel Kraftstoff, Motor, Reifen und so weiter, und deren Ausprägungen wären dann sowas wie Diesel, Vierzylinder, Winterreifen oder sowas. Daneben hätten wir aber auch Attribute wie die Fahrerrolle und Beziehungen wie die zwischen Kraftstoff und Motor oder Motor und Fahrer und Gaspedal und sehr viel andere mehr. Charles Fillmore war derjenige, der in den 1970er Jahren, als die kognitive Semantik langsam groß wurde, Marvin Minskys Frame-Begriff für die linguistische Semantik fruchtbar gemacht hat. Wie hat Fillmore das gemacht? Er hat kurz gesagt, vor allem Wortbedeutungen, aber auch Konstruktionsbedeutungen, als abhängig von Frames bestimmt. Das heißt, wir können die Bedeutung von Wörtern und von Konstruktionen nicht angeben, ohne die Information, mit welchem Frame sie assoziiert sind. Der Frame, der durch Fillmore zum bekanntesten geworden ist, ist der der kommerziellen Transaktion. Sie haben alle schon einmal etwas eingekauft oder vielleicht sogar auch verkauft und wissen, wie das abläuft. In diesem Frame der kommerziellen Transaktion gibt es verschiedene Rollen, die besetzt sind. Eine verkaufende Person, eine kaufende Person, Güter und Geld. Diese Rollen stehen in bestimmten Beziehungen zueinander.
da wird gekauft und verkauft, Geld wechselt den Besitzer, Güter wechseln den Besitz in umgekehrter Richtung und mehr. Beachten Sie nun, dass Sie, wenn Sie über ein Ereignis der kommerziellen Transaktion sprechen, Sie je nachdem, ob Sie zum Beispiel das Verb kaufen, verkaufen, transferieren oder den Besitzer wechseln oder anderes verwenden, die beteiligten Rollen dabei verschieden sprachlich ausdrücken und sich so auch die beteiligten Rollen verschiedenartig in den Vordergrund oder in den Hintergrund spielen. Beispiel: Boris Becker verkauft Tennistrophäen. Beim Verb verkaufen werden die Verkäufer und die Güterrollen als Subjekt und direktes Objekt sprachlich obligatorisch ausgedrückt. Boris Becker Verkäufer, Tennistrophäen Güter. Sie befinden sich deshalb auch obligatorisch im Vordergrund. Sie können sich das als Vordergrund Ihrer Aufmerksamkeit oder Ihrer konzeptuellen Aktivitäten vorstellen. Käufer und Kaufbetrag werden hier nicht obligatorisch ausgedrückt, lassen sich aber fakultativ mit adverbialen Bestimmungen ausdrücken, also dann aus dem Hintergrund in den Vordergrund holen. Beispiel dafür: Boris Becker verkauft Tennistrophäen für einen unbekannten Preis an Oliver Pocher. Also hier der Kaufbetrag und der Käufer noch in adverbialen Bestimmungen mit ausgedrückt und dadurch sozusagen aus dem Frame-Wissen in den sprachlichen Vordergrund geholt. Anders mit dem Verb kaufen. Oliver Pocher kauft Tennistrophäen. Hier werden Verkäufer, das ist ja Boris Becker, und Preis nicht obligatorisch ausgedrückt und befinden sich so im Hintergrund. Und die Käufer bzw. Güterrollen werden als Subjekt und direktes Objekt ausgedrückt und in den Vordergrund gerückt. Und nochmal anders sieht es mit dem Verb gehen in einer besonderen, in einer speziellen Lesart dieses Verbs aus. Die Tennistrophäen gehen an Oliver Pocher. Hier ist die Käuferrolle als Präpositionalobjekt und die Güter als Subjekt obligatorisch realisiert. Verkäufer und Kaufbetrag lassen sich auch fakultativ wieder hinzufügen. Die Tennistrophäen gehen für einen unbekannten Preis von Boris Becker an Oliver Pocher. Das Ereignis so auszudrücken, evoziert vielleicht am ehesten einen Versteigerungsframe als Untertyp der kommerziellen Transaktion. Letzte Versprachlichung mit Wechseln in einer speziellen Lesart. Der Kaufbetrag wechselt zu Boris Becker. Hier sind der Kaufbetrag obligatorisch als Subjekt und der Verkäufer obligatorisch als Präpositionalobjekt realisiert. Der Käufer lässt sich fakultativ noch leicht als adverbiale Bestimmung unterbringen, die Güter nicht mehr. Der Kaufbetrag wechselt von Oliver Pocher zu Boris Becker. In dem möglichen Satz der Kaufbetrag für die Tennistrophäen wechselt von zu ist die Tennistrophäen nicht mehr vom Verb abhängig, sondern ein Attribut zu der Kaufbetrag. Was ist damit jetzt frame-semantisch anzufangen? Der Frame der kommerziellen Transaktion ist ein schematisches Stück Wissen in unserem Langzeitgedächtnis. Dieses Wissen ist durch konkrete Erfahrungen mit kommerziellen Transaktionen entstanden und wird durch jede weitere solcher Erfahrungen gespeist. Damit einher gehen aber in uns dann auch Erwartungen darüber, wie kommerzielle Transaktionen auch in Zukunft aussehen werden. Der Wissenskomplex ist schematisch, weil im Frame von konkreten Personen, von Gütern und von konkreten Preisen, die die Rollen besetzen, abgesehen wird. Ebenso wird abgesehen von einer ganzen Reihe von Begleitumständen. Der Frame besteht also eher aus einem funktionalen Gerüst für die kommerzielle Transaktion. Und dieser Frame der kommerziellen Transaktion, der besteht dann aus verschiedenen Unterframes. Diese Unterframes sind an die Ausdrücke geknüpft, durch die sie evoziert werden.
Das sind wohlgemerkt unter anderem die Verben kaufen, verkaufen, gehen und wechseln aus den Beispielen von eben. Je nachdem, welches Verb gewählt wird, sind andere der beteiligten Partizipantenrollen profiliert. So nennt man das, also in der Aufmerksamkeit in den Vordergrund gerückt. Beim Verb kaufen waren das, wie gesehen, die obligatorischen Komplimente, die den Käufer und die Güter ausdrücken. Beim Verb verkaufen sind das die obligatorischen Komplimente, die den Verkäufer und die Güter ausdrücken und so weiter. Aber gerade weil Sie über das Frame-Wissen verfügen, wissen Sie, wenn nur von Käufer und Gütern die Rede ist, nämlich bei kaufen, dass die anderen Rollen trotzdem beteiligt sind, obwohl sie ja sprachlich gar nicht ausgedrückt werden und im Hintergrund bleiben. Genau das wird jetzt durch diesen Frame geleistet, in dem dieses ganze Wissen strukturiert repräsentiert ist. Die Verben, die über ihre Unterframes den Oberframe der kommerziellen Transaktion aufrufen, fungieren hier ganz analog wie der Anblick von nur drei Seiten des Würfels bei Marvin Minsky. In beiden Fällen bildet das wahrgenommene Element, hier beispielsweise der Frame evozierende Ausdruck kaufen, dort der Anblick von drei bestimmten Würfelseiten, einen Zugangspunkt zu Framewissen. Und das Framewissen garantiert für uns, dass wir den Kaufen unter Frame als Instanz der kommerziellen Transaktion erkennen, sodass wir die Rollen, die sprachlich nicht ausgedrückt sind, beim Verstehen trotzdem mitverstehen, genauso wie der Würfelframe uns garantiert, dass wir, obwohl wir nur drei Seiten sehen, die verdeckten Seiten mitkonzeptualisieren. Man kann es durchaus wörtlich verstehen, wenn ich sage, dass in Frames verschiedene Perspektiven auf dasselbe zusammengeführt sind. Es gibt jetzt mittlerweile für einige Sprachen Frame-semantische Projekte, in denen die Frames katalogisiert werden, die durch bestimmte Ausdrücke in der Sprache evoziert werden. Und in diesen frame-semantischen Projekten werden die Frames beschrieben, die einzelnen, die Rollen, die darin vorkommen, werden charakterisiert, auch danach, ob sie obligatorisch oder fakultativ beteiligt sind, ob sie sprachlich in den Vordergrund gerückt werden können. Und ebenso sind in diesen Frame-Beschreibungen die Beziehungen enthalten, die zwischen den Rollen bestehen. So wie der Frame des kommerziellen Ereignisses Unterframes hat, die nicht mehr ganz so schematisch sind und die durch spezifische Verben der kommerziellen Transaktion evoziert werden, so bestehen auch zwischen allen Frames in einer Sprache Beziehungen. Das Resultat ist ein riesiges Netzwerk aus Frames, die mittels Über- und Unterordnungsbeziehungen oder durch gemeinsame Bestandteile inhaltlich miteinander verknüpft sind. Hier in Düsseldorf leitet Alexander Ziem ein solches Projekt. In Berkeley arbeiten die Erben Fillmores an einem FrameNet für das Englische. Suchen Sie mit einer Suchmaschine einfach nach FrameNet Düsseldorf oder FrameNet Berkeley und browsen Sie durch die Frame-Beschreibungen. Ein Frame-Netzwerk als Ganzes repräsentiert, so ist der Anspruch dieser Frame-Net-Projekte, dieses Frame-Netzwerk als Ganzes repräsentiert unser Wissen, auf das wir beim Sprachverstehen zugreifen. Es ist also ein strukturiertes Inventar an Frames und ihren Beziehungen, das unser kulturelles Wissen darüber darstellt, wie Zustände und Ereignisse in unserer Lebenswelt funktionieren. Wenn wir sprachliche Ausdrücke hören, dann besteht unser Verstehen, dann bestehen unsere Bedeutungszuweisungen darin, dass wir über die Ausdrücke und Konstruktionen kognitiv den Weg in bestimmte Frames finden, die uns mit der reichen kulturellen Bedeutung versorgen, von der eben die Rede war. Ich habe Ihnen jetzt die Grundannahmen und die grundlegende Funktionsweise der Frame-Semantik beschrieben. Was hat sie für Implikationen im Schlepptau? Wie lässt sich die Frame-Semantik jetzt innerhalb der linguistischen Semantik inhaltlich verorten? Ich werde sie jetzt schlagwortartig zu bestimmten semantischen Theoremen in Bezug setzen. Die Frame-Semantik repräsentiert eher eine Einebenen-
gegenüber einer Mehrebenen-Semantik. Die Frame-Semantik repräsentiert relativ zu anderen Semantikkonzeptionen eher eine Einebenen-Semantik. Eine Einebenen-Semantik ist eine Semantiktheorie, in der davon ausgegangen wird, dass sich die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke unmittelbar aus unserem nichtsprachlichen Konzeptsystem speist, das genannte kulturelle Frame-Wissen, das durch Ausdrücke evoziert wird. Demgegenüber behauptet eine Mehrebenen-Semantik, dass sprachliche Bedeutungen innerhalb unseres Wissenssystems eine oder mehrere vom restlichen Wissen getrennte Untereinheiten bilden, eben weil sie direkt mit sprachlichen Einheiten assoziiert sind. Diese dann sprachlichen Konzepte sind noch einmal zu unterscheiden von dem Wissen, das nicht direkt mit sprachlichen Einheiten verknüpft ist. In der Mehrebenen-Semantik entspricht den beiden Ebenen die kontextunabhängige Ausdrucksbedeutung gegenüber dem enzyklopädischen oder Weltwissen. Die Frame-Semantik repräsentiert eine enzyklopädische gegenüber einer Lexikon-Semantik. Weil in der Frame-Semantik Ausdrucksbedeutungen nur relativ zu Frames anzugeben sind, oder anders gesagt, Wörter nur in Relation zu Frames verstanden werden können, ist die Frame-Semantik nicht vereinbar mit Sichtweisen, die Wortbedeutungen als abgeschlossene Wissensblöcke in unserem mentalen Lexikon verorten. Die Frame-Semantik wendet sich gegen solche Sichtweisen, indem sie sagt, dass es gerade keine Liste mit notwendigen und hinreichenden Merkmalen geben kann, die die Bedeutung eines Ausdrucks darstellt, weil es keine scharfe Grenze zwischen einer solchen lexikalischen Ausdrucksbedeutung und unserem restlichen kulturellen Wissen geben kann. Das hängt vor allem daran, dass je nachdem, in welchem Frame ein Ausdruck auftaucht, verschiedene Portionen unseres Wissens über ihn in den Vordergrund gerückt werden. Denken Sie an das Wort Single im Kontext von Tinder und dem Vatikan. Die Frame-Semantik hält die Annahme, dass das mentale Lexikon abgegrenzte Ausdrucksbedeutungen enthält, für artifiziell. Abgegrenzte Ausdrucksbedeutungen sind künstlich aus dem Sprachgebrauch heraus isoliert, denn kein Auftreten eines solchen sprachlichen Ausdrucks ist jemals wirklich kontextlos. Die Sichtweise, die für ein solches mentales Lexikon argumentiert, streitet nicht ab, dass solche Ausdrucksbedeutungen Abstraktionen sind, sie spricht ihnen aber trotzdem kognitive Realität zu. In einem mentalen Lexikon-Eintrag beispielsweise zum Verb kaufen wären dann unter anderem die thematischen Rollen Agens für die Rolle des Kaufenden und Thema für die Rolle der Güter vorhanden. Hier würde die Frame-Semantik einwenden, dass das unserem Wissen übers Kaufen nicht gerecht wird. Denn wer weiß, wie Kaufen funktioniert, weiß gleichzeitig auch, wie Verkaufen, Geld und Gütertransfer funktionieren. Dieses Wissen ist aber im Lexikon-Eintrag gar nicht erfasst, im Frame aber schon. Die wahrheitsfunktionale Semantik muss das nachträglich nach der Bedeutungskomposition durch die Bedeutungsanreicherung mittels Kontext regeln. Anschaulich fassen lässt sich dieser Gegensatz zwischen enzyklopädischer und Lexikon-Sichtweise in folgenden Metaphern. In der Frame-Semantik sind Ausdrücke bloß Zugangspunkte zu enzyklopädischem Wissen, in der Lexikon-Semantik sind sie Container für Bedeutungen. Die Frame-Semantik lässt die Standardkonzeption der Kompositionalität problematisch erscheinen. Wenn es aus prinzipiellen Gründen keine abgrenzbaren Ausdrucksbedeutungen im mentalen Lexikon gibt, dann wird es auch schwierig, von einem Prozess der Komposition zu sprechen, bei der kleinere Satz- oder Äußerungsteile zu größeren komponiert, zusammengesetzt werden und parallel dazu auch ihre Bedeutungen zusammengesetzt werden. Wenn nämlich Ausdrücke Frames evozieren können, dann ist es möglich, dass schon ganze schematische Ereignisse oder Szenen konzeptualisiert werden, bevor sie mit Einzelkonzepten sozusagen aufgefüllt werden. Ein Beispiel. Wenn Sie hören, kaufst du, evoziert Kaufen schon den Kaufen-Frame als Teil des Frames der kommerziellen Transaktion und zu diesem Frame gehören die Rollen, Beziehungen und unser kulturelles Wissen darüber, was Kaufen bedeutet,
bevor diese Rollen und weiteren Beziehungen überhaupt erwähnt werden, falls sie überhaupt erwähnt werden. Zudem können beispielsweise Phrasiologismen oder Idiome, die niemals rein kompositionelle Bedeutung haben, als ganze Frames evozieren. So ist ihr Verstehen organisch aus der Frame-Semantik erklärbar. In der Wörterbuch-Semantik müssen sie Sonderbehandlungen bekommen. Die Frame-Semantik versperrt sich einer scharfen Trennung von Semantik und Pragmatik. Zu dem enzyklopädischen bzw. Frame-Wissen, zu denen uns Ausdrücke Zugang verschaffen, gehört auch Wissen darüber, in welchen Situationen solche Ausdrücke verwendbar sind. Reihern und Auswurf haben verwenden SprecherInnen in verschiedenen Typen von Situationen. Ebenso eine Imperativkonstruktion und einen Fragesatz wie »Gib mir den Hammer« gegenüber »Würdest du mir bitte den Hammer geben?« Zu den Frames, die diese Konstruktionen evozieren, gehört eben auch Wissen über die Beziehung von SprecherIn und AdressatIn in Bezug auf Nähe und Distanz, Höflichkeit und so weiter. Da das aber Unterscheidungen sind, die in einer Mehrebenen-Semantik in die Pragmatik fallen, also in die kontextabhängige Bedeutung, ist die traditionelle Unterscheidung von Semantik und Pragmatik in der Frame-Semantik so nicht zu treffen. Oder in prinzipieller Weise nicht zu treffen. Das gilt umso mehr, da ja in Frames bereits einiges Situations- und enzyklopädisches Wissen bereits enthalten ist, also Informationstypen, die traditionell unter dem Begriff des Kontextes der Pragmatik zugeschlagen werden. Das soll es zur Frage gewesen sein, inwiefern sprachliche Ausdrücke nur Zugangspunkte zu Wissenskomplexen sind. Damit Sie einen konkreten Eindruck davon bekommen, wie Frames aussehen und wie sie funktionieren, schauen Sie doch einmal ins Düsseldorfer und Berkeleyer FrameNet rein und inspizieren Sie einmal den ein oder anderen Eintrag genauer. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit und tschüss bis zu einem anderen Mal. Bleiben oder werden Sie gesund.